Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. In diesem Part machen wir die Siegestraße. Die Siegestraße machen wir. Ich werde hier keinen Topschutz oder sowas einsetzen, weil es ja zur Story gehört und nicht irgendwie langweilig sein sollte. Ja, also die Pokémon-Level sind hier echt über unserem Niveau. Ne? 40er Pokémon. Guter Ort zum Trainieren für vor der Liga. Und gut, dass sie Nidaton gewechselt haben, weil sonst hätten man Item und Nidaton verloren. So, das ist das, was ich gemeint habe. Hier muss man aufpassen auf einen Wirbelwind. Denn diese Hayamas, die klauen immer einen mit Abschlag die Items und dann verpissen sie sich mit Wirbelwind und es ist sehr ärgerlich. Hätte Hayama jetzt da Wirbelwind eingesetzt, dann hätten wir unsere Wundersaat verloren. Für immer und ewig. So, bitte ein Volltreffer. Ja, war zwar kein Volltreffer, aber hat trotzdem gereicht, was mich... Aber wundere mich jetzt deswegen ein wenig. Naja. Okay, ich muss erstmal ein paar neue Pokémon mitnehmen, oder... Ja, was heißt hier neu? Ein paar Pokémon mitnehmen, die wir noch lange nicht mehr trainiert haben. Zum einen wäre da unser Absol. Und zum anderen brauchen wir unser Tentacha, denn in dieser Höhle wird es einen Wasserfall geben. Und nur mit Kaskade können wir durch die Siegestraße durch. So, das heißt, ich nehme jetzt mal Absol mit. Und lasse Makuhita hier. Ich weiß, Makuhita kann Surfer und den ganzen Scheiß, aber den kann auch unser Tentacha. Ich werde ihn gleich Tentacha beibringen. Da haben wir es hinter uns und können ohne viel Gequatsche gleich in die Siegestraße reingehen. So, Tentacha versucht. Ja, er kommt, das ist speedig, das ist ja jetzt eher unnötig. Okay, wir haben Giftschaden verlernt, das ist auch unnötig, okay. Gut, dann machen wir jetzt aber... Ja, betreten wir die Siegestraße. Gehen wir in die Siegestraße. Sie betreten. Sie betreten die Siegestraße. Das heißt, warum sie? Ich bin ein Kind, du musstest... Da müsste stehen, du. Du betrittst die Siegestraße, naja gut. Oh Gott, ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Alles ist verschwunden, meine ganzen Erinnerungen an dieser Siegestraße sind weg. Verschwunden und auf ewig verloren. Und hier ist unser unser Pokémon-Sieger, Wettbewerbssieger im letzten Part. Nicht Absol, sondern Voltenso. Ich glaube, ich setze Voltenso an erster Stelle. Und Nidaton können wir ja auch noch mit dem EP-Teil trainieren, das ist ja auch nicht so besonders schlimm. So, hier gibt es zwar ein paar Gesteins-Pokémon, aber das macht nichts. Voltenso schafft es schon. Ich glaube an Voltenso. Wir haben ja den Eisenschweif noch. Das geht schon. Ich wollte Voltenso eigentlich Donner und Regentanz beibringen, aber... Ja, ich meine, mit den Attacken haben wir einen Pokémon-Wettbewerb gewonnen, ne? Und zwar ganz klar. Warum die Attacken verlieren? Donnerblitz! So, ich kämpfe bewusst gegen die wilden Pokémon, aus dem Grund, weil wir trainieren müssen vor der Liga. Ich habe keine Lust, jetzt meine Pokémon wieder aufzubringen zu trainieren. Darauf habe ich echt, ja, wie gesagt, kein wenig Lust. Okay. Also ich schaue mich hier erstmal ein wenig um. Kennst du ja. Wir wollen ja dieses Spiel 100% durchmachen. Und hier in der Siegestraße gibt es auch die allerletzten Trainer im Spiel. Wobei, ne, es gibt ja noch welche. Und zwar bei diesem... Schiff da, na, zum Duellturm, da gibt es auch noch ein paar Trainer, naja, aber die sind auch nicht so besonders stark. Also die hier sind deutlich stärker, die Trainer, die hier in der Siegestraße sind, und auch nerviger. Und warum habe ich keinen Donnerblitz eingesetzt? Egal, zweimal Schockwelle hat auch gereicht, das geht schon. Und außerdem levelt Voltenso jetzt auch noch ein wenig. So stelle ich mir das vor. Dum, dum, dum. Ich bin nicht hergekommen, um zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Oh, Animation, episch. Astrainer Pablo. Pablo ist so ein spanischer Name oder ein mexikanischer Name, keine Ahnung. Oh, der hat auch ein Voltenso. Aber unser Voltenso ist cooler und das meine ich wortwörtlich.
Siehe den letzten Part. So, Eisenschweif. Ja gut, es zieht gar nichts ab. Da wäre man sogar mit einer Elektroattacke hätte man mehr abgezogen. Ich demonstriere. Warum habe ich wieder keinen Donnerblitz verwendet? Ich setze viel zu gerne Schockwelle ein, fällt mir jetzt auf. Hör auf, mein Voltenso zu beißen. Du beraubst ihn seine Coolness. So, hier. Das müsste mehr abziehen als der als die Schockwelle. Jawohl, tut's auch. Haha, und paralysieren tut's auch noch. Perfekt. Tja, du bist paralysiert. Was machst du jetzt? Ich sollte einfach nur meine Klappe halten. Gott, Top-Genesung ist so langweilig. Das ist alles nur eine scheiß Verzögerung. Okay, jetzt wechsle ich. Ich habe keine Lust mehr. Ich mach's kurz. Logak, komm her. Ich rieche ein Erdbeben. Riechst du es auch? Voltenso? Okay, Logak, zeig mir mal dein Erdbeben. Er lässt die ganze Siegestraße beben. Hahaha, okay. Voltenso ist down. Sehr schön. Und Level, jetzt haben wir Level 39. Irgendwann lernt die Attacke Nachtmar. Und Schleimorg, das Pokémon wollte ich ins Team tun. In meinem Blau-Let's Play. Habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil mir die Fangrate zu niedrig war. Oder sagen wir die Chance, dass es auftaucht, war mir zu niedrig. Aber Schleimorg ist eigentlich ein saugeiles Pokémon, wenn man es richtig einsetzen kann. Vor allem dieser Komprimator hier, wenn man den richtig einsetzt mit. In Kombination mit Säurepanzer und Erholung kann es richtig reinhauen. Da kann Slimog richtig nerven. Und zwar richtig nerven. Okay, den ersten Trainer hat man erledigt. Es gibt 11 Trainer in der Siegestraße. Ich habe im Wiki nachgeschaut. Ich habe im Wiki nachgeschaut. Der Kevin hat sich nach erkundigt. Das heißt, ja gar nicht gewohnt, ne? Die Saria muss die nerven langsam. Und ich muss immer befürchten, dass hier ein Abschlag kommt. Abschlag. Schlagen sich ab. Und wir müssen unsere Pokémon echt trainieren. Also echt besser trainieren. Ich werde auch vor der Liga wieder die Attacken anpassen. Wieder so ein Attackenanpassungspart und so. Also wenn wir in die Top 4 reingehen. Und ich habe übrigens auch mal einen Shiny in die Siegestraße gefangen. Es war damals ein Magohita, war es. Ein Shiny Magohita. Welche Farbe es hatte, weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe es auch gar nicht so intensiv trainiert. Ich glaube, das habe ich sogar getauscht gegen ein anderes Shiny. Welches war, weiß ich gar nicht. Gegen welches Shiny ich es getauscht habe, weiß ich gar nicht mehr. Deutsch schwer. Naja, ich rede auch in letzter Zeit kaum. Ich bin in der Schule, da sitzt man ja nur rum, ne, und plaudert ja nicht. Und wenn man plaudert, dann kriegst du aufs Maul vom Lehrer, ne. Deswegen kann ich jetzt, also deswegen haben sich meine Let's Plays in den letzten Tagen oder Wochen verschlechtert. Leider, leider, Gottes. Leider, Gottes, meine Let's Plays werden immer schlechter. Irgendwann komme ich dann zurück wie am Anfang. Dann ist mein Saphir Let's Play besser als mein Smart Let's Play. Okay, Zubat down. Und mein Saphir Let's Play ist schon scheiße, muss man schon sagen. Das ist auch der Grund, warum ich das Rubin Let's Play mache. Das Saphir Let's Play, das war unanschaubar, fand ich. Also, würde ich das jetzt nicht gemacht haben, würde ich mir überhaupt nicht ansehen wollen und ja, alles negativ bewerten, weil das Saphir Let's Play so kacke war. Deswegen habe ich auch die Bewertung ausgeschaltet. Okay, Zubat schon wieder. Na, Zubat. Du nervst. Tschüss. Also, Zubat ist auch wieder eines der nervigsten Pokémon, die es gibt. Okay, ich glaube, wir können jetzt so weitergehen. Und zwar müsste es hier weitergehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier da nach oben, dann hier nach links. Und ein wildes Pokémon taucht auf. Es ist ein Golbat. Diese Pokémon langweilen mich. Gott. So, tschüss Golbat, ich fliehe. Mach's gut. Diese unendliche raue Straße mit ihrem Namen Sieggerecht. Oh, Siegdolan. Was? Todline? Todlinde? Wer nennt sein Kind Todlinde? Ich taufe dich im Namen Todlinde.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde mich schämen, Trudlinde zu heißen. Nichts gegen alle, die Trudlinde heißen, aber der Name, der klingt komisch. Nein, die Grasflöte! Grasflöte scheißt mich an. So richtig ins Gesicht. Roselia hat mich gerade richtig angeschissen. Hat jetzt sein grün Hintern auf mein Gesicht bewegt und einfach raufgeschissen. Ja. Okay. Ja, wir haben zum Glück eine blaue Flöte, daher sollte es nicht allzu schwierig sein, Lorok aufzuwecken. Also meine Let's Plays werden immer schlechter. Früher habe ich besser kommentiert. Das muss ich schon sagen. Mann, was ist mit mir los? Meine Let's Plays werden immer schlechter. Scheiß Schule. Ich gehe gar nicht mehr in die Schule. Oder ich mache so, dass ich nur am Sonntag meine Parts mache. Dann bin ich viel besser drauf. Aber am Sonntag habe ich was Besseres zu tun. Als nur Let's Plays zu machen. Ich habe ja auch ein Privatleben. So, und eigentlich wäre es hier hell, wenn ich mich nicht irre. Aber wegen diesem Emulator-Bug sehen wir hier einfach mal alles. Und das kann man eigentlich auch als Cheating bezeichnen. Ja, ihr Flamer, ihr dürft jetzt haten. Okay, ihr Flamer, schreibt unten einen Kommentar, wie scheiße dieser Part ist und dass ihr mich alle hasst. Genau, jetzt schreibt es da unten in den Kommentar, ihr scheiß Hater. Die nicht wollen, dass ich hier ein bisschen bescheiße. Dum, 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 dum. Ach, Alter, ich weiß echt nicht, wie ich den Scheiß kommentieren soll. Ach Gott, ich habe die Siegestraße ja schon in Zafiris Bay gemacht. Da habe ich ja schon meine ganzen Energiesprachreserven verwendet, das hier zu kommentieren. Oh Gott, wie kann man so ein Display kommentieren? Die waren im Wiki gar nicht abgebildet. Ja, leck mich fett. Zertrümmerer. Im Wiki habe ich keine Steine gesehen. Der Wiki will mich verarschen. So, ich bringe jetzt mein Pokémon Zertrümmerer bei. Ist mir scheißegal. Wir haben ja eh unsere faulen Verlerner-Dingens. Okay, Absol. Ich weiß nicht, welches Pokémon soll ich denn jetzt. Ich gehe jetzt nicht mehr aus. Nee, das kannst du ja knicken. Ich gehe jetzt nicht mehr aus dieser scheiß Höhle raus. Wenn ich einmal drin bin, gibt es kein Zurück mehr. Und selbst wenn ich meine Pokémon nur vor allem Attacken beibringen muss. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss mal kurz nachdenken. Ich gehe mal die Attacken ein bisschen durch, vielleicht finden wir irgendwas. Hyperstrahl, vielleicht kann Voltenzo Zertrümmerer, dann könnte ich den Rotzukieb verlernen. Weil den verwenden wir eigentlich nicht. Ich hoffe, Voltenzo kann Zertrümmerer. Und Voltenzo kann Zertrümmerer nicht. Das ist ja mal wieder wunderbar. Was kann den Lorak für Attacken? Das ist alles die Schuld von Wiki. Ich schiebe jetzt immer alles auf die Schuld des auf den Wiki. Nein, okay, nein. Ich möchte irgendeine Themen verlernen, die wir uns jederzeit wieder kaufen können. Deswegen schaue ich jetzt gerade so rum. Tropius. Solarstrahl. Nee, Solarstrahl kann man nur einmal finden. Erst ab der vierten Generation muss man sie sich kaufen. Und wenn es dann Synthese lernt, haben wir nichts zum Verlieren, weil die anderen Attacken im Moveset reingehören. Das heißt, Body Slam sollte ich jetzt besser nicht verlernen. Eieiei, was mache ich nur? Ich will nicht aus dieser Höhle. Was kann den Absol verpacken? So, Absol. Doppelteam. Ey, was? Schwertanz haben brauchen wir noch. Was, ich gehe schnell aus der Höhle. Bis gleich. Scheiß Höhle, ich schwöre. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt das Zertrümmerer geholt. Ich habe einen Mihorn mitgenommen und das Zertrümmerer mit Faulen beigebracht. Das Problem ist, jetzt haben wir nur noch 4 unserer Team-Pokémon im Team. Und unser Tropius ist ein bisschen angeschlagen wegen einem hartnäckigen Golbat, das wunderbar sich gewehrt hat und mich nicht fliehen haben lassen wollte. Dingens.
Ich kann gar nicht mehr gescheit kommentieren. Also ich muss sagen, dieses Display ist für mich jetzt sehr langweilig. Ich gebe es zu. Ich habe gar keine Lust mehr, dieses Display zu kommentieren. Ja, ihr Hater, ihr könnt jetzt rumhaten mal wieder. Aber immerhin stehe ich dazu, wenn ich keine Lust mehr auf meinen Display mehr habe. Also anfangs hat mir dieses Display sehr schön gefallen. War richtig schön zum Spielen. Mal wieder für längere Zeit wieder ein drittes Generationsspiel zu spielen. Aber jetzt ist es einfach nur noch... Jetzt ist es einfach nur noch langweilig, weil ich habe ja alles schon mal durchlebt, sag ich mal. Ich habe ja schon so vieles gemacht und da habe ich ja schon alles gemacht. Jetzt mache ich das halt nochmal, weil Saphir's Play halt schlecht war. Um dich siegreich durch die Pokémon-Liga zu kämpfen, brauchst du das Vertrauen deiner Pokémon. Und jetzt ist meine Lust total weg. Also bis Bad Lavastadt hat mir alles super gefallen. Ab da hatte ich gar keine Lust mehr zum Spielen oder einen Part aufzunehmen. Ich hab mich nur, eigentlich muss ich zugeben, selber gezwungen, ein Part zu machen. Weil ja, andernfalls hätte ich es nicht gemacht. Ich hab mich selber unter Druck gesetzt, einen Part hochzuladen. Und ja, es hat auch was gebracht. Also ihr habt in regelmäßigen Abständen jeden Tag einen neuen Part bekommen. Und das nur, weil ich mir in den Arsch getreten habe, dass ich das auch mache. Auch wenn ich keine Lust auf das hatte. Naja, aber zum Glück ist dieses Let's Play ja auch fast vorbei. Für die Leute, die es gut gefallen haben, dieses Let's Plays, ja. Danke für eure Unterstützung. Aber ja, mir hat es nicht so besonders gefallen. Also zum Spielen meine ich. Aber ihr habt ja nur zugeschaut. Also mit dem Zuschauen ist es ja, sieht man das Ganze ein bisschen anders. Also ja. Ich habe halt mehr Arbeit und ihr müsst ja auch einfach nur zuschauen. So, okay, ja, mein Schwamm killt dieses Lepomenta Sosatropius. Jetzt ist meine Lust ganz im Keller. Jetzt bin ich gleich diesen Part. Ich bin Depri. Los, Nia Tom. Nia Tom ist jetzt meine Depri. Als Pokémon. Okay, Nia Tom, Spur. Danke, jetzt ist meine Lust wirklich im Keller. scheiß Top-Genesung. Friss Spukball, ich spuck dich an. In alle deine 6 Augen oder was auch immer, wie viele Augen du auch hast. So, und jetzt Schutzschild. Jetzt greift er bestimmt mit irgendwas Fiesem an. Ich will schauen, mit was für einer fiesen Attacke er uns angreift. Antikkraft, ja genau, das hätte ich mir denken können. Ist eine Gesteinsattacke und die funktioniert bei einem Käfer-Pokémon wie Nia Tom. Okay, ich wechsle jetzt dazu Absol. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal Antikkraft. Antikraft, ja. Gegen die Kraft, Antikraft. Das ist doch total nervig. Dieses Let's Play nervt mich sehr maßen. Wahrscheinlich sage ich das jetzt nur, weil ich erst in der Siegestraße bin. Und weil ich Probleme habe, Ich habe Probleme, das jetzt zu kommentieren. Das liegt daran, weil ich Schule habe. Hundertprozentig liegt es daran, weil ich Schule habe. Okay, ich vergifte erstmal dieses Lipomentas, das ist eine Bedrohung für mich. Das hat bereits 2 unserer Pokémon gekillt, wir müssen mal wieder zurück ins Pokémon Center. Oh Mann, ich will das gar nicht mehr spielen. Gott. Nein, kein Sandsturm. Mit Sandsturm kann auch ein Nidiantom gekillt werden. Okay, der Sandsturm tot, ja. Aber der übernächste Part wird mir wahrscheinlich wieder Spaß machen und wenn ich Spaß habe, ist es auch leichter zum Kommentieren. Es ist immer dasselbe. Hat man Spaß an einer Sache, macht es auch Spaß und man kann diese Sache perfekt und besser erledigen als normal. Also bei Sachen mit Sachen, die man nicht mag. Siehe Schule. Wenn ihr in die Schule geht, dann habt ihr auch so wenig Lust wahrscheinlich. Und bei Hassfächern, sag ich mal, Mathe zum Beispiel oder Deutsch, da habt ihr wahrscheinlich keine Lust und seid wahrscheinlich auch dementsprechend gut oder schlecht in der Schule. Aber bei eurem Lieblingsfach seid ihr bestimmt
Ja. Besser als in Deutsch. Und so ist es auch hier bei mir in meinen Let's Plays. Ich habe hier gerade wenig Spaß, das heißt, ich kann es weniger kommentieren oder weniger gut. Und wenn ich Spaß habe in einem Let's Play, dann macht es auch mehr Spaß und ich kann es besser kommentieren. Wenn ich Spaß habe, macht es mehr Spaß. Klingt logisch, oder? Oh Mann. Jetzt haben wir nur noch unser Logo. Komm, wir müssen noch durch die Siegestraße durch. Wir müssen zurück. Mal wieder. Wie viele Teile sind denn das noch? Ja, das ist doch scheiße, dass hier Felsen sind, Mensch. Ich will keine Felsen. Du willst mir doch wohl einen Felsen auf... Nee, Bären aufbinden, Felsen aufbinden ist dasselbe. Nee, ist nicht dasselbe. Wo geht's denn hier jetzt lang? Achso, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Oder waren wir hier schon? Ich schau mal nach, also als besser als halber, ja. Egal, ich versuche immer meine Sätze zu korrigieren, die ich sagen möchte. Und dann entstehen immer so ein Getuschel, so ein, ja, so ein Getuschel halt, ne? Sowas halt, ne? Ja, genau, sowas meine ich. Das, was ich gerade gemacht habe, sowas passiert öfters, wenn ich versuche, meine Fehler, die ich beim Denken meines... Oh Gott, zu schwer zum Erklären. Wahrscheinlich kapiert ihr das dann wieder nicht, oder weil ich das so scheiße erklären kann. Das wird ein schlechter Part. Einer der schlechtesten Parts in diesem Let's Play, glaube ich sogar. Oh Mann. Ich sollte mich schämen. Wie soll ich euch jetzt dann hier unterhalten? Ich meine, die Siegestraße ist so langweilig. Die Siegestraße ist langweilig, langweilig. Also, die sollte man rausnehmen. Die Siegestraße ist immer so ein scheiß Leid vor der Liga. Das ist wie mit dem Meer. Das Meer war auch wieder so ein großes Leid, wo ich überhaupt keine Lust darauf hatte, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir in den Hintern gekniffen habe. Und jetzt ist es auch so mit... Oh Gott, ich kann gar nicht mehr kommentieren! Ja, ich weiß, ich tue jetzt hier 5 Minuten herumplären, dass ich nicht kommentieren kann, weil ich so... Weil ich keine Lust habe. Ich weiß. Ich kann eure Wut verstehen, falls ihr jetzt wütend seid. Ach Mensch. In 2 Wochen habe ich Geburtstag. Ja, in 2 Wochen habe ich Geburtstag. Am 24.10.2012. Aber das braucht euch ja nicht zu interessieren. Vielleicht mache ich da ein Special. Mal schauen. Was für ein Special ich mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich ein Halloween-Special machen. Genau, ich rede jetzt ein bisschen über den Kanal. Das wird mich ein bisschen aufheitern, während wir hier durch die Siegestraße laufen. Und es wird auch nicht so langweilig für euch. Genau, ich rede jetzt ein bisschen über meinen Kanal. Also, am 31. wird es ein Halloween-Special geben. Was ich machen werde... ja. Ihr müsst euch überraschen, was ich machen werde. Also, ja, ich habe da schon was geplant, was Mysteriöses, sage ich mal. Sehr Mysteriöses. Lasst euch schon mal freuen. Am 31.10. Nicht verpassen. Hier auf diesem Kanal, Kevin Let's Play. Abonniert mich, Daumen hoch, favorisiert dieses Video. Nicht. Mensch, Hariyama immer dieselben Pokémon. Ich kaufe mir jetzt irgendwann einen Schutz, wenn es noch so weitergeht. Alter, ich laufe 3 Schritte und es taucht ein neues Pokémon auf. Ja, natürlich wieder ein Hariyama. Also ich bin kurz davor, die Pokémon hier zu verändern. Ich habe ein Hacking-Tool, mit dem kann ich die Pokémon, die hier auftauchen, verändern. Dann verändert die Pokémon so, dass hier nur Legendäre auftauchen oder nur Pokémon aus einer anderen Region, nicht immer nur die gleichen Pokémon. Dann lasse ich nur noch Mewtwo's hier erscheinen. Der Gedanke, dass ich der Pokémon-Liga immer näher komme. Ich komme Lampenfieber. Ich nicht. Mir ist langweilig. Er bekommt Lampenfieber und mir ist langweilig. Na gut, wenn man Pokémon schon 1 Million Mal durch hat wie ich, dann ist es keine große Spannung mehr, kurz vor der Liga, kurz vor der Liga aufgeregt zu sein. Hm? Ach, das ergibt mir wieder keinen Sinn, dass ich da gequasselt habe. Ich freue mich schon auf Pokémon Schwarz und Weiß, erscheint ja Freitag, also in 2 Tagen, ab heute. Heute ist der 10.10. Ich freue mich schon. Ich werde es mir natürlich kaufen. Let's Playen werde ich es erst, nachdem ich es privat durchgespielt habe. Danke, Dodri.
Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ich habe noch andere Pokémon Let's Plays geplant. Außerdem müssen wir auch noch Pokémon Kristall zuvor noch machen. Und mal schauen, vielleicht fange ich da ein Pokémon Schwarz und Weiß 2 an. Wahrscheinlich Schwarz 2, weil wir haben ja Schwarz schon Let's Played. Da wäre Schwarz 2 ja, strategisch viel klüger das zu machen. Eigentlich hatte ich auch vor, Pokémon Weiß zu Let's Playen. Dann haben wir Schwarz und Weiß schon fertig und müssen das nicht nochmal machen, weil die Story von Schwarz und Weiß ist ja dasselbe. Aber bei, ja, wenn ich Schwarz und Schwarz 2 Let's Playen würde, dann, ja. Keine Ahnung. Seht ihr, ich kann nicht kommentieren. Da kann sogar ein dreijähriges Kind besser kommentieren, als ich. So, meine lieben Kinder, willkommen bei meinem Let's Play. Pokémon Rubin, das Spiel habe ich erst seit einem Tag, angefangen zu spielen. Aber ist ja egal, ich spiele gerne Pokémon. Und darauf kommt es ja schließlich an, ne? Ich wette, sie hat in einem Tag dann 100 mal mehr Views als ich. Mit meinem, was mache ich jetzt? Let's Plays. Also ich sage ja oft in meinen Let's Plays, und immer die gleichen Sprüche. Fällt mir so auf, wenn ich meine Let's Plays immer anschaue. Chlorophyll. Was willst du mit deinem Chlorophyll bezwecken? Wo kannst du dein Chlorophyll sonst wohin stecken? Ich nehme Chloroform und tu dich betäuben. So. oh Mann, schade, dass Tropius kein Erdbeben hab, beigebracht habe. Das wünsche ich mir manchmal. Und zwei unserer Pokémon sind da auch, ne? Steuer kann bestimmt eine Gestandesattacke, aber ich setze es in den Atom ein, weil wir mit Tropius nicht kämpfen können. Tropius kann keine Attacken, die sehr effektiv sind. Und ne, Atom genauso. Oh Gott, was mache ich denn da? Haben wir einen Beleber? Ja, wir haben einen Beleber. Gut, dass wir ein paar gekauft haben. Vor Vasili. Vor dem. Ja, bevor wir gegen Vasili angetreten sind. Und wir haben die Items gar nicht verwendet. Gut, dass wir sie jetzt noch haben. Ansonsten hätten wir jetzt ein riesiges Problem. Ah, Problem. Alright, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja mal mit so. Ich schau mal nach, wie viel Spukball abzieht. Beziehungsweise wie wenig Spukball abzieht. Nur für. Ja, nur zum umzuschauen, damit ich mir ein Bild machen. Danke, dass du das Ganze so herauszögerst, Scholak. Du bist echt das beste Pokémon der Welt. Dieses Spiel ist scheiße. Also ich sag's jetzt. Die dritte Generation ist wirklich die schlechteste Generation. Die vierte ist besser. So, ich habe ja immer gesagt, die vierte ist schlechter als die dritte. Aber jetzt verstehe ich, warum die dritte so scheiße ist. Die Pokémon versuchen die Attacken immer oder die Kämpfe herauszuzögern. Immer die gleichen scheiß Pokémon. Pelipta, Windengal, Carpador, 120.000 Carpador. Was? Da ist es im Pearl oder das Diamant besser. Aber hier, Carpador, Carpador, Wasserroten, Wasserroten, Tentacher, Tentacher. Da spiele ich deutlich lieber Pearl als den Scheiß, ihr, ich schwör. So, hier ein kleiner Freakout, damit dieser Part nicht zu langweilig ist. Jetzt bin ich frustriert. Weil ihr damals versucht, Schutzschild einzusetzen, ey. Wie viel AP hat ein Schutzschild jetzt reicht? Groll, komm her. Ich tue ihn jetzt da sowas von Angst einjagen, dass er zu seiner Mutti rennt und es nicht mehr in seinem zu seinem 90. Lebensjahr nicht mehr wagt, Brille einzusetzen. Ich meine, Schutzschild einzusetzen. Und jetzt nervt er uns mit Brille. Wahrscheinlich setzt er jetzt Brille die ganze Zeit an, anstatt Schutzschild, um uns weiter zu nerven. Steuerhack, das perfekte Nerv-Pokémon. Ja, seht ihr, er setzt nur Brille ein. Was soll das bezwecken? Kannst du mir sagen, was das bringt? Komm, ich. Das tue ich mir nicht an. Ich senke seine AP jetzt bis auf 0. Selbst wenn er Verzweifler einsetzt und mein Ninja-Tom killt, das ist es mir wert. Boah, mir geht es gerade tierisch auf die Nerven, ey. Ich schwör's euch. Kann man dieses Steuerhack nicht einfach zertreten mit unserem Logok? Alter, wenn der jetzt eine Brille einsetzt und Logok kommt dran, ich schwör's euch, ich mach den sowas von alle. Und jetzt dann mit dem Hitzekoller. Der Sonnentag war nur eine Vorbereitung auf das, was jetzt los, Steuerhack, jetzt! Ich will kein Rehorn! Wahrscheinlich setzt er jetzt irgendwann eine Attacke gegen Rehorn ein und killt es. Aber dann können wir Logok einsetzen. Yay! So, Grimasse! Dann setzt du immerhin keinen Brüller mehr ein, als erstes. So, hier! Bäh.
immer noch schöner als dein hässliches Gesicht, Stolrak. Na, was machst du jetzt? Brüller. Ich brüll jeden an, das macht so einen großen Spaß. Lustig. Ja, danke schön. Rion ist eh ein scheiß Pokémon. So, ich nehme jetzt Alolok und trete den scheiß Stolrak so richtig in den Hintern, sodass nichts mehr von ihm übrig bleibt. So, hier Doppelkick. Bam. Na komm, tret nochmal. Jawohl, das macht er extra wegen mir. Alolok weiß eben, wie man mit einem Stolrak umgeht. Das nervt. So. Na, was kommt jetzt? Wahrscheinlich wieder so ein nerviges Pokémon, aber auch nicht. Ich konnte gar nichts machen. Ja, du hast auch nur Brille angesetzt. Ist ja oft so zu quasseln und zu sagen, dass du nichts machen konntest. Es ist nur... Ich muss mich erstmal beruhigen. Ruhig, Kälte. Und schon wieder taucht ein wildes Pokémon auf. Na, ich kann brennen, das ist nicht schlüssig. Gleich lasse ich Janka ran. Ja, natürlich lasst uns nicht fliehen. Natürlich setzt der Wirbelwind ein. Ob das was bringen würde? Er lässt uns nicht fliehen und setzt Wirbelwind ein. Perfekt, ich liebe es. Ich liebe es. Kluge Pokémon, kluge Pokémon. Boah, im nächsten Part machen wir die Siegestraße fertig. Ich mache jetzt dann Pause. Ich schaue mir jetzt nur noch an, was da oben noch alles für Zeugs gibt. Da oben ging es nämlich weiter. Danke, Golbat, dass du uns fliehen lässt. Echt schönes Pokémon. Golbat ist auch ein sehr hilfreiches Pokémon. Und überhaupt nicht nervig. Es lässt uns immer fliehen und greift unser Pokémon auch nicht an. Ja, genau. Das ist ein lustiges Golbat. So, was kommt jetzt für ein Pokémon? Natürlich. Mein Lieblings-Pokémon. Golbat. Ja, wie geht's dir so, Golbat? Hm? Lass uns fliehen. Ich muss mal kurz, ich muss ins Krankenhaus. Meine alte meine Oma ist krank. Oh, okay, oh, er ist auf den Bluff reingefallen. Sehr schön, den sollte ich öfters bringen, diesen... Oh, ich hasse solche Felsenspielchen, die habe ich schon immer gehasst. Schon seit Rot und Blau und Gelb habe ich die immer gehasst. Warum gibt es in jeder Siegestraße Felsen? Oder in fast jeder Siegestraße in der zweiten Generation gibt es keine Felsen in der Siegestraße? Da gibt es überhaupt gar nichts. Das ist die beste Siegestraße, die es gibt. In der zweiten Generation, da rennt man einfach durch und fertig. So stelle ich mir eine Siegestraße vor. Ohne Trainer, ohne gar nichts, einfach nur eine Route, einfach nur ein Berg, sonst nichts. So stelle ich mir eine Siegestraße vor. Immer noch besser als diese hier. Okay, was machen wir denn jetzt? Hier geht es noch lang. Ich werde noch schauen, wo es hier lang geht und dann beende ich diesen Part. Ich muss dann auch noch rennen und Pipapo und Tralala, ihr wisst schon, das, was man als Let's Player tun muss! Warum lässt uns nicht fliehen? Ich will nicht kämpfen! Tut mir leid, kämpf mit diesem Stein da! Hallo! Kannst du nicht irgendwie die Höhle angreifen oder so? Warum greifst du unser Pokémon an? Greif die Höhle an! Das nervt mich nämlich. Okay, das war doch mal schön. Das hat total was gebracht, hier hinzugehen. Perfekt, ich liebe es. Das ist die beste Siegestraße im ganzen Pokémon-Universum. Ah, natürlich. 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 Jetzt versuchst du, den Part noch in die Länge zu ziehen. Genau. Danke, Golbat. Ich mag dich. Weißt du das? Danke, Golbat. Danke. 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 Du hast mir einen großen Gefallen getan. Du lässt mich doch jetzt sicher fliehen, ne? Du bist doch ein schönes Pokémon. Ja. Ja, er ist so schön und lässt sich fliehen. Genau. Okay, Ninja Tom, komm her. Was machst du denn jetzt mit diesem Golbat, hä? Okay, er lässt uns fliehen, aber nur aus Mitleid, nehme ich an. Weil ansonsten würde ich mich jetzt da umbringen. So Japanertechnik, so, Japanertechnik. So, Ninjas Schwert ins Herz rammen. Okay. Oh Gott, in diesem Part war ich mal wieder total verrückt drauf. Anfangs scheiße, am Ende konnte ich euch vielleicht ein bisschen unterhalten, hoffe ich. Ich hoffe, der nächste Part wird nicht mehr so sein wie dieser hier. Weil, ja, ansonsten wird es mit meinen Pokémon Let's Plays steil nach unten gehen. Also, dann verabschiede ich mich jetzt für dieses. Für dieses Let's Play. Für diesen Part. Ja, für dieses Let's Play würde ich gerne sagen. Kann ich aber jetzt noch nicht. Wir müssen ja noch die Liga fertig machen. Aber das alles erst in den nächsten Part, Leute. Also, bis dann. Ciao.